So, hallo, ich möchte dich wieder recht herzlich begrüßen. Heute möchte ich mit dir mal Lauchenecken backen. Das ist mal was ganz anderes als wie der Standard, wo jeder kennt, die Lauchenbreze oder Lauchenbrötchen. Das ist nachher schon mal zum ersten die Rohstoffe, wo dabei sind. Und das andere ist dann auch nachher, wir haben Deichschichten, die werden wir dann auch mit Butter bestreichen, dass das Ganze dann auch ein wenig blättriger wird. Zu den Rohstoffen, wo wir jetzt auch dabei haben in unserem Rezept, haben wir hier einmal das Weizenmehl, die Milch, Eier, nur das Eigelb, Butter, Schmand, Wasser, Zucker, Salz und Hefe. Und jetzt geben wir die ganzen Rohstoffe zusammen in die Maschine und machen daraus einen geschmeidigen Teig. Jetzt haben wir unseren Teig immer so 10-15 Minuten liegen lassen, dass er ein schön entspannen kann. Jetzt wiegen wir dann unsere Teigkugeln aus, je Kugel so 115 Gramm. Dann schleifen wir sie rund, lassen sie hier auf der Gärbox ein wenig entspannen und lassen sie auch nochmal locker eine Stunde unter abgedeckter Folie ruhen. So gut, jetzt ist der Teig eine Stunde mal geruht unter der Dauerbackfolie. Das ist immer ganz wichtig, dass der Teig keine Haut bekommt. Und jetzt gehen wir dann her und rollen die dann langsam Step by Step aus, die Teigkugeln. Auf einmal geht nicht. Mit den Weizen, den Kleber. So, wenn die Ganze dann immer mal ein wenig durchgerollt worden sind, dass sie schön entspannen können, weil wie gesagt, das kann man nicht alles auf einen Schritt machen,
Dann rollen wir das unterste jetzt aus, ungefähr mit einem Durchmesser von 24 bis 26 cm. Jetzt haben wir ungefähr die 24, 26 cm. Jetzt fangen wir mit unserer ersten Deichplatte an. Legen die schön auf die Folie drauf. Und dann fangen wir das Schichten an mit unserer Deichplatten. Hier habe ich dann auch ein wenig Butter im Ofen vorgewärmt. Da werden jetzt die Deichplatten mit Butter bestrichen, dass das später dann schön blättrig wird. Und vor allem auch, dass nachher die nächste Deichplatte drauf haften bleibt. Jetzt lege ich mir die zweite schön oben drauf. Machen den gleichen Prozess wieder wie vorhin. Schön mit Butter einpinseln, dass die nächste Deichschicht wieder hält. Jetzt sind wir an der letzten Deichschicht angekommen. Die wird jetzt nochmal schön mit Butter eingepinselt. Und anschließend kommt dann oben drauf die letzte Deichplatte. So, und das ganze Rezept gibt ja 16 Kügelchen und jetzt haben wir hier die Hälfte verarbeitet. Auf einem Blech kommen jetzt dann 8 Deichplatten drauf. Das Ganze wird jetzt auch ein wenig abgedeckt mit einer Dauerbackfolie, lassen es eine gute Stunde hausen bei Raumtemperatur gehen und anschließend wird es jetzt dann in den Kühlschrank noch getan, dass es dann auch ein wenig fest wird, dass man hier dann nachher aus dem Teil hier 8 Dreiecke rausstechen können, dass es auch dann ein wenig fester ist.
So, jetzt haben wir die ganzen Ecken dann gelaucht. Zum Schluss haben wir sie noch ein wenig veredelt mit der Passaten. Man kann dann Kürbis, Sesam, Salz oder Käse nehmen oder auch andere Sachen. Und jetzt kommen sie in den Ofen bei 230 Grad, dann backen wir sie fertig. So, wie man hier sieht, haben wir hier unsere fertigen Lauchenecken und das ist wirklich mal was ganz anderes. Sticht sich ab von den normalen Lauchenbrötchen. Und wenn man hier das Ganze mal sieht, wo wir vorhin gemacht haben, mit der Schichten und mit der Butter, das blättert so richtig schön auf, das Ganze. Und geschmacklich macht das auch nochmal viel im Teig aus, der Buttergeschmack. Wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken und denk bitte nochmal dran an unseren Backwettbewerb mit dem Thema Inspiration. Schaut auf unserer Webseite nach und macht bitte mit.